Nicola Hess, wir sind hier im Gelände, im Zielgelände von dem Downhill Bike Cup hier in Bewald. Du bist natürlich auch fest im Einsatz. Was sind denn so deine Aufgaben bei diesem grossen Lass? Also ich habe einen Kollegen zusammen im OK, mit der Mordin, und wir haben die ganze Infrastruktur. Das heisst, wir sind verantwortlich für den Aufbau von einem Vorlager, ganz Stromversorgung, dass wir die mit dem Camping bis ankommen, nur noch eigentlich müssen einstecken und somit Strom haben. Danach gehört dazu eigentlich die ganze WC, die Toi-Toi-WC platzieren. Danach haben wir nun eine Waschanlage, wo die Rennfahrer ihre Bikes können waschen können, mit Karcheranlagen. Das sind eigentlich so unsere Hauptfunktionen, die wir haben. Wann federt ihr so mit den Arbeiten, dass ihr eben zu rechter Zeit weg seid? Also gewisse Vorbereitungsarbeiten sind natürlich ein paar Wochen vor dem Rennen. Das heisst die Materialbestellung, eben WC, Strommaterial und alles. Und eigentlich die Arbeiten so richtig anfangen aufstellen, haben wir am Donnerstag. Das heisst zwei Tage aufstellen und nach Samstag, Sonntag ist der Wettkampf. Und am Montag, da werden wir wieder abräumen. Am Montag am Abend ist eigentlich alles zusammen weg. Das heisst, fast eine Woche bist du da im Einsatz für den Anlass? Im Prinzip kann man so sagen, ja, eine Woche geht eigentlich dran, ja. Und wer hilft dir da so? Hast du Helfer, die da mitmachen dient? Also jetzt rein in unserem Ressort sind wir eigentlich zu zweit und das mag man so gut machen. Klar, aber man braucht halt die zwei Tage, braucht man, aber es nützt ja nicht, wenn wir da eine Schuppe mehr Leute wären, für die Zeit zu verkürzen, weil dann ja, klappt es vielleicht auch nicht ganz so, wie man es wollte haben. Etwas Interessantes, etwas Spezielles ist sicher auch die Waschanlage, die ihr da zweckstellen müsst. Wie funktioniert denn das? Also da haben wir eigentlich so eine Wasserverteilung gemacht, wo wir 3-4 Karcher das gleiche angeschlossen haben. Und dann haben wir mit Gerüst eine Vorrichtung gemacht, was jede Velo können, mit dem Sattel drüber anheben. Und dann kann eigentlich da jeder scheiß Velo abdampfen. Und so in diesem Wetter ist das natürlich eher ein bisschen weniger gefragt. Aber ja, wenn es natürlich regnet, sehen die Bikes aus wie... Da siehst du eigentlich nichts mehr von Velo oder ist im Bohr im Goscho. Und dann ist das natürlich gefragt. Und dann haben wir hier völlig Arbeit, für das das Wasser weg mag und dass wir hier unsere Waschstelle eigentlich sauber haben. Was habt ihr schon erlebt, wenn es so dreckig ist, zurückgekommen? Das hat es eigentlich immer wieder gegeben, dass ja, mal am Samstag oder Sonntag halt Regen ist oder sogar Schnee. Und dann ist die Waschanlage natürlich gefragt. Also das ist da eine riesige Warteschlange. Das ist aber wichtig, dass man das zur Verfügung stellt von Wochen. Das ist sicher gefragt bei einem Velofahrer, weil die Velo ist ja, das ist für die natürlich, sage ich mal, ein Heiligtum und das wird gepflegt und gemacht wie halt ein Oldtimer-Besitzer. Sein Auto pflegt und dann müssen wir das dann irgendwie zur Verfügung stellen. Es geht natürlich nicht nur zu Rennen, es gibt ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Partys. Bist du auch engagiert? Also einer der als Teilnehmer, sonst die Organisation vom Fest, ist eigentlich ein anderer OK-Ressort. Wir müssen eigentlich heute Stromversorgung herbringen, für dass die Konzerte in DOS stattfinden können. Und das ist jedes Jahr wirklich super Livebands und super Feste, wo man sich heute nicht mehr wegdecken kann. Es fällt eben das Training an, das ist auch wichtig. Du von deinem Ressort kannst sagen, ihr seid bereit, das könnte losgehen. Also wir sind eigentlich zweck, unsere Sache ist da. Und jetzt sind wir quasi auf Picke, dass wir irgendwo Stromausfälle oder Sättig sind, dass wir dem auf den Grund gehen. Aber du bist schon mehrmals da im Einsatz gewesen. Hat es euch schon ein Zwischenfall gegeben und er musste schnell reagieren? Ja, es ist vor allem problematisch, wenn tiefe Temperaturen sind, oder? Wenn deine Zelte und deine Campingbus an die Hitzige in Holzland laufen. Und ja, wenn ein Camper immer zum anderen geht, kann Kabelrollen einstecken und irgendwann ist halt zu viel dran und dann pullen die Sicherungen drüber. Und ja, dann müssen wir halt schauen, das umzustecken, können wir noch irgendwo mehr Strom bringen. Dann sind wir der Gefragte. Aber für dieses Jahr, glaubst du, hast du Strom genug? Ich bin der Meinung, also die letzten Jahre ist eigentlich relativ gut gegangen und ja, es meldet auch nicht gerade winterliche Temperaturen und von daher bin ich zuversichtlich. Es kann losgehen, he? Von uns kann es losgehen, ja.